als vor 2 Jahren die erste Gewerbeschau hier in Ransbach-Baumbach war, organisiert von Tom Moog und Bernhard Freisberg, war das ein riesengroßer Erfolg. Die Gewerbetreibenden aus Ransbach-Baumbach haben sich, ich sag mal, glücklich geschätzt, dabei gewesen zu sein. Und heute, 2 Jahre später, bei herrlichem Sonnenschein, die Wolken sind gleich weg, ist wieder alles voll hier auf dem Platz. Sogar stehen noch mehr Flächen hier zur Verfügung. Es sind 68 Aussteller, wie wir eben gehört haben. Ransbach-Baumbach macht dadurch mobil. Man merkt in der Region, was Ransbach-Baumbach zu bieten hat. Es ist ein Multiplikator für die Umgebung. Ich wünsche mir von dieser Gewerbeschau, dass viele den Nutzen haben, zum einen hier hinzukommen, dass die Gewerbebetriebe Nutzen haben, hier Geschäftsanbahnungen, Geschäfte umsetzen zu können, dass jeder nachher sagt, es war eine tolle Veranstaltung, wovon ich ausgehe, weil ich weiß, wie es vor 2 Jahren war. Und wenn man sieht, was jetzt schon hier los ist, einfach Wahnsinn. Aussteller, die vor 2 Jahren dabei waren, sind diesmal wieder dabei. Es klappt unheimlich toll, wenn wir jetzt vom Organisatorischen das mal betrachten. Und ich denke, dass die Mehrzahl der Aussteller auch zufrieden sind. Wenn man jetzt zurückschaut, wie die 2 Tage waren, 2 ganz unterschiedliche Tage. Einmal richtig Sonne. Ja, und heute der 2. Tag, natürlich Regen. Trotzdem mit Regenschirm und so weiter. Richtig gut besucht in der Halle sowieso. Und also wir sind sehr zufrieden und die Mehrzahl, muss ich sagen, der Aussteller auch. Also es wird auf jeden Fall eine 3. Ausstellung geben, hier in Ransbach-Baumbach. Es wird sogar, weil die Nachfrage auch nach kulinarischem so groß war, es wird eine Sondermesse geben. Es wird die Kulinaria geben, eine Genussmesse für Essen und Trinken im November.